Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europa Universalis 4 mit Frankreich. Das ist die 33. Folge, nicht 32. Okay, und wir sind drin. Letztes Mal habe ich hier so ganz viele Handelsschiffe durch die Gegend geschickt. Und mir ist nachher eingefallen, dann macht bestimmt keinen Sinn, die alle einzeln loszuschicken, sondern die muss man mal zusammen machen eigentlich, oder? Schicken wir die alle erstmal nach einem Platz hin, dass die alle zusammen sind. Auf jeden Fall einige zusammen sind. Weil das bringt sonst nichts, ne? Neue Flotte nicht möglich, okay. So, wie kann ich den jetzt kombinieren? Eigentlich, da oben, aber das geht wohl nicht, oder wie sehe ich das? Ah. Nee, das ist neue Einheiten ausheben. Komisch. Aha. Okay, bestens. Tja. Piratenjagen wäre möglich, aber ich müsste hier... Und das geht irgendwie nicht, oder was? Oder sind sie schon jetzt einheitlich? Aktuelle Handelseinflüsse. Ich glaube, die sind jetzt doch vereint unterwegs, ne? Kann das sein? Und die hier, was machen die hier? Die sind... Ach, das sind ja keine Handelsschiffe, das sind Transportschiffe. Okay, da geht das natürlich nicht, dass die was machen. Aha. Die wollen den loswerden. Stabilität wollen wir nicht verlieren. Dann lieber hier die Prestige. Ja, jetzt müssen wir Flandern erobern, oder was? Lass mal die politische Karte anmachen, da können wir das dann besser sehen. Wo wäre denn Flandern? Da oben, okay. Aber ein Krieg mit Österreich wäre vielleicht nicht so, ne? Brandenburg, Pfalz, Würzburg und Kastille. Kastille ist schon das Problem hier unten, ne? Da wollen wir jetzt nicht unbedingt Krieg gegenführen, denke ich. Gut, mit der Schiffe war ich dazu recht. Habe ich noch irgendwo eins vergessen? Ah, da unten fährt noch eins durch die Gegend. Das sind die Provence-Schiffe, na genau. Ah, dann lass... Nee, warte, da ist auch noch eins. Oder ist das das jetzt? Ach, das ist auch nicht unser, das ist auch von der Provence. Das sieht immer nur so ähnlich aus, das ist das Problem, ne? Gut, okay. Das ist erstmal gut so. Läuft. Oder auch nicht. Wir haben einen freien Beraterplatz, ja. Warte, müssen wir erstmal Kasse gucken. Ja, die war da. 10. Und dann haben wir einen freien Beraterplatz. Ach, so ein Militärberater wäre das, ne? Ja. Müssten wir auch vorantreiben in dem Sinne, ne? Wir sind jetzt hier. Diplomatische Macht. Gucken wir mal rein, wen es da gibt. 2, 2, 2 und 3. Ein Zweier könnte man sich ja leisten, ne? Jetzt noch nicht, weil wir nur 51 zum ersten anheuern haben, aber dann. Truppenlimit plus 10. Der zweite hier wäre besser, denke ich.
Aber dafür müssen wir erst ein bisschen Geld ansammeln noch. Wie sieht's hier aus? Da geht ja schon was voran, oder? Aha. Können wir da denn schon was? Nein, können wir noch nicht, oder doch? Das wäre ja cool, ja, ne? Dann müssen wir dann mal, wenn wir die Stufe gestiegen sind, dafür das nehmen. Ja. Was haben wir sonst noch so hier? 25 Einheiten, Armee. Schiffe haben wir voll ausgelastet. Instandhaltung 50, wow. Alle Festung stilllegen. Haben wir überhaupt einen? Nur in Dingens haben wir hier eine Festung, oder? Ja. Tja, wir könnten jetzt hier gucken, was war denn hier? Waffenstillstände, Und Castile ist immer noch dabei. Was ist mit den Engländern? Aragon und Portugal. Okay, das ist jetzt auch nicht so der Bringer. Was machen eigentlich unsere Leute hier alle? Oh, die machen ja gar nichts, sehe ich gerade. Das ist ja ganz schlecht, ne? Können wir unsere Beziehungen denn noch nach denen verbessern hier? Geheimdienstaktion. War dann falsch, ne? Beziehungsaktion. Gut. Machen wir einfach mal. Ich weiß gar nicht. 192 müsste man mehr kriegen, ne? Aragon, wie sind die unterwegs? Waffenruhe. Ach so, okay. England, Portugal und Venedig sind da verbündet. Savoy sind wir mit verbündet. Wen haben wir hier noch sonst so? Lüttich. Ja, da können wir doch einen Anspruch drauf hingehen, oder? Auf Lüttich, machen wir doch mal. Machen wir. Wunderbar. So, Prestige ist noch plus 1. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Noch Präsenzen, die euch nicht gehören. Ah, wir können wieder was bauen. Gucken wir da erstmal rein. Der Marktplatz, ne? 3. 1, 1,80, 1. Ja, hier unten 2,20, ne? Und da können wir noch eine Verbesserung machen. Was haben wir hier noch? Schiffswerft. Achso, die können wir so oder so bauen, da gibt es keine Begrenzung, oder wie sehe ich das? Der Tempel, der erscheint mir ja viel besser wie der hier. Dann machen wir doch mal mehr Tempel, oder? Steuermodifikator 40. Was haben wir denn hier oben? 0, 16, 16, 10, 16, 16, 10, 20. Dann bauen wir doch hier mal einen Tempel.
Ach, schade, da können wir keine weiteren Gebäude errichten. Die gelben, das ist aber richtig doof, ne? Tja. Bronzekanonen bauen die jetzt in England, oder was? Ja, ist jetzt nicht so toll, aber okay. Gut, hier oben machen wir das mal dann, ne? Und geht noch einer? Oh, es würde sogar noch im Tempel gehen. Dann machen wir da noch einen. Ne, geht doch nicht. Okay. Gut. Dann sind wir da auch erstmal durch. Ach, die können wir jetzt bauen, oder was? Wenn wir dann das Passende dafür haben, wahrscheinlich, ne? Da müssten wir irgendwie eine so eine Schmiede dafür haben. Das ist ja schlecht, ne? Trockendock, Schiffswerft, Produktion, Werkstatt. Aha. Manufakturen. Okay, unser Agent wurde entdeckt. Das ist aber schlecht, ne? Muss der mal ein bisschen mehr aufpassen. Sowas Doofes. Entwicklung, auch schön, ne? Kann ich das hier ändern oder was? Oh, jetzt habe ich hier was. Na, Produktion steigern war ja gar nicht mal so verkehrt, ne? Jetzt wurde die schon zweimal verbessert, okay. Gut. Ja, da wird gleich was fertig. Auch schön. 17 Tage, 16 Tage haben wir da noch. Händler sind in Rheinland und Bordeaux. Auch nicht schlecht. Armee, Flotten. Passt alles. Der Berater, immer noch. Waffenruhe wird enden. 1482, okay, das ist noch in einem Jahr. Etwas mehr. Umkämpfte Nachfolge. Okay. Oh, ein Kind haben wir hier sogar. Guck mal an. Haben wir schon Anspruch drauf hingeht. Auch schön, ne? Also unsere Herrschaften sind natürlich alle unterwegs, ne? Ja, ich denke mal, wir müssten hier mal gucken, dass wir da noch was steigern oder hier. Ja, 041. Ich glaube, den kicken wir mal raus hier. Und dann gucken wir, dass wir da einen anderen kriegen. Ja, ist doch schon mal was. Inflationsreduktion. Wie viel haben wir hier? Plus 11,59. Ach, den können wir uns vom Geld noch nicht leisten. 67 fehlen uns da. Na gut, dann machen wir mal gerade hier ein bisschen Plus. Damit wir die Kohle zusammenkriegen, ne? Kurz 61, kommt schon. Ein bisschen Geld brauche ich noch jetzt hier. Ach, shit, 77,6. Nur einen Monat warten gerade. Dreißig, 1. Mai, Geld gibt's. Gut, dann holen wir uns den mal, denke ich. Ja, da können wir was bauen. Ja, nee, ich muss den jetzt hier haben. Das ist wichtiger, glaube, oder? So. Gut. Dann geht's da auch ein bisschen voran. Hier ist klar.
Ja, fast 6 Goldmünzen kriegen wir da noch im Monat. Inflation geht, glaube ich, zurück. Das war der Handel. Da sieht es nicht so toll aus, wird aber bestimmt noch werden. Hier muss ich das noch steigern, das geht auch noch nichts. Das dauert auch noch. Ziele, ja, England vertreiben, ne? Eigentlich müssen wir nur noch dieses hier kriegen. Dann wäre doch England aus Frankreich vertrieben, oder? Ist das so? Aber vielleicht habe ich jetzt einen Fehler gemacht und habe Kent als Kernprovinz, als Anspruch fingiert. Ja, schwierig. Gut, gucken wir weiter. Kriegsmüdigkeit ist nicht da. Stabilität ist auch okay. Können wir steigern. Aha. Wendet 150, der 246 auf. Dann haben wir nur noch 100. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das gerade jetzt sinnvoll ist. Das ist der Papst. Hat jetzt nicht so viel mit am Hut momentan. Unsere Truppen lassen wir mal so. Ja, und dann war es das auch erstmal. Ja. Achso, das hatten wir gerade ausgesucht. Und da sind wir jetzt, Königreich wir. Ja, sieht so aus. Gut. Okay, ich würde aber erstmal sagen, für die Runde soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.